Hallo bei Sportnet Erfurt. Wir sind heute wieder mal unterwegs. Uns hat es nach Exleben verschlagen. Und jeder, der Exleben hört, wird schon ahnen, wo wir sind. Natürlich bei den Thuringia Bulls. Und wir haben uns keinen geringeren als Gesprächspartner ausgesucht, als den Coach Michael Engel. Hallo, wie geht's? Mir geht's gut, die Sonne scheint. Jo, und das im doppelten Sinne für euch. Es läuft momentan ganz ordentlich. Ja, ich denke schon, ja. Wir sind gut aus der Weihnachtspause, aus der Winterpause gekommen, haben jetzt Woche für Woche unser Leistungsvermögen steigern können und freuen uns jetzt auf die entscheidenden Wochen. Du sprichst es an, weshalb wir auch hier sind. Ihr biegt, wenn man es mal ein bisschen bildlich spricht, gerade so auf die Zielgerade der Saison ein. Die nächsten Aufgaben stehen an? Genau, wir spielen jetzt am Samstag im Spitzenspiel gegen unseren ewigen Konkurrenten, den RSV Landil. Da wird sicherlich so eine Art kleine Vorentscheidung um die Tabellenführung nach der Hauptrunde in der ersten Deutschen Basketball-Bundesliga geben. Und danach die Woche, dann kann man sich nicht lange ausruhen, geht es direkt ins Champions Cup Viertelfinale hier zu Hause, wo wir die internationale Konkurrenz erwarten und Porto Torres aus Italien, Bilbao und Madrid aus Spanien, halt sehr, sehr klangvolle Namen. Und da müssen wir jetzt in den nächsten 10 Tagen unseren besten Rollstuhlbasketball spielen. Jo, und da habt ihr einiges vor euch. Fangen wir mal mit dem ersten an. Das ewig junge Duell der zwei Mannschaften, die den, ich sag mal, deutschen Rollstuhlbasketball derzeit bestimmen oder auch die letzten Jahre dominiert haben. Zuletzt ist es nicht immer so gut gelaufen. Ja, so ist es ja manchmal im Sport. Ja. Man geht da, geht immer so ein Auf und Ab. Und jetzt, gerade das Jahr 2022, war ein kleines Tal. Gerade der Abschluss jetzt mit 3 Niederlagen in Folge, deutsche Meisterschaften und dann auch das Hinspiel im Dezember hier bei uns in Exleben. Aber so ist es halt im Sport. Ja. Man muss daraus lernen und probieren, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und das nächste Mal ist am Samstag und da hauen wir alles rein. Jo, jetzt stelle ich mir aufgrund dieses Modus immer die Frage, wenn man dann also da hinfährt und ich will nicht sagen, es geht ja nicht um nichts, aber es ist ja nicht das entscheidende Spiel. Das könnte ja diese Saison noch ein oder zweimal kommen gegen den Gegner. Wie geht man dann in so ein Spiel? Sagt man, naja, wir gucken mal ein bisschen und schauen, aber wir heben uns die eine oder andere Reserve oder Überraschung mal auf, wenn es ernst wird? Oder sagt man, volles Ballett? Volles Ballett, weil das ist genauso wie Bayern gegen Dortmund spielt, wenn Barcelona gegen Real spielt, wenn Manchester gegen Liverpool spielt, da ist das nächste Spiel das Wichtigste. Und wie gesagt, hier geht es ja schon um was. Es geht um Tabellenführung und die Tabellenführung bedeutet am Ende des Tages Heimvorteil in den Playoffs. Und das kann natürlich schon das Zünglein an der Waage sein, um dann hoffentlich das große Saisonziel Deutscher Meisterschaft zu erreichen. Ja. Gut. Wie ohne zu viel zu verraten, wie geht das an? Was habt ihr euch vorgenommen? Wie wollt ihr sie diesmal klein kriegen? Also ich denke, es ist wichtig, dass wir uns 40 Minuten auf uns konzentrieren und wirklich den vollen Fokus bei unserer Leistung haben, weil mit der man die Saison spricht für sich. Wir können damit Selbstbewusstsein hinfahren. Wir haben die beste Offensive, wir haben die beste Defensive der Liga. Und wenn wir einfach nur unseren Rollstuhlbasketball spielen, ja, für den wir bekannt sind, in dem wir gut sind, dann haben wir eine sehr, sehr gute Chance, dort zu gewinnen. Und dann haben wir allgemein in allen Spielen immer eine sehr, sehr gute Chance zu gewinnen. Und das wollen wir einfach einfach abrufen. Das ist für uns das Wichtigste. Und dann schauen wir mal, was am Ende bei rauskommt. Gut, dann drücken wir euch mal die Daumen dafür. Und schauen mal eine Woche weiter, dann ist hier Highlife, sage ich mal. Wie sieht's aus? Gibt es für die Fans noch Karten? Wie ist generell der Stand? Also wir haben definitiv noch Karten für alle 3 Tage verfügbar
Und ich kann da auch jeden nur ermutigen, sich das Spektakel anzuschauen, weil das ist wirklich, sind viele der besten Spieler der Welt hier in Elxleben. Ja, ist ja auch mal witzig, Madrid gegen Elxleben, ja. Wo gibt's das schon? Ja? Aber auch Bilbao, über viele Jahre jetzt eine der besten Mannschaften in Europa, vor kurzem spanischer Meister geworden, also vor 2 Jahren. Und Porto Torres aus Italien, auch klangvoller Name. Also da ist wirklich alles da. Und deswegen, wenn wir Rollstuhl Basketball auf dem allerhöchsten Niveau sehen will, und das ist ja immer das Entscheidende, dass die Besten der Besten gegeneinander spielen, dann sieht man nämlich die Sportler auf allerhöchstem Niveau. Und da geht es auch um alles, ja? Weil nur die ersten beiden qualifizieren sich für das Final Four in den Niederlanden. Und das ist auch das erklärte Ziel für alle 4 Teams. Und da ist auf jeden Fall für Spannung gesorgt. Jo, du hast schon gesagt, es geht um das, die Endrunde dann für die Champions League. Es ist ein Modus, es geht über 3 Tage und ihr spielt an allen 3 Tagen. Genau, wir spielen Sonntag fange ich schon, ich bin schon am Ende. Am Freitagabend 20 Uhr gegen Porto Torres, am Samstag 18 Uhr gegen Bilbao und am Sonntag um 12.30 Uhr gegen El Unión Madrid. Na also, da kann man ja gucken. Klangvolle Namen, große Herausforderungen. Du hast schon gesagt, ihr wollt weiter mit aller Macht. Und wie geht's? Man muss schon sagen, dass Madrid neben Albacete, die spielen das andere Viertelfinale, haben die das Heimrecht. Denke ich schon. Die haben auch letztes Jahr Albacete den Champions Cup gewonnen, ja hier in Erfurt. Sind schon Madrid und Albacete die beiden Top-Favoriten aus meiner Sicht auf den Cup. Bilbao immer ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, die an, wie wir halt auch, wenn die halt ihren besten Rollstuhlbasketball spielen, haben die halt immer eine sehr, sehr gute Chance. Porto Torres, denke ich, so ein bisschen der Außenseiter in dem Teilnehmerfeld. Aber wir wissen, wenn wir, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn wir unseren besten Rollstuhlbasketball spielen, haben wir gegen alle Mannschaften der Welt eine Chance. Aber wir wissen uns schon einzuordnen und wir wollen aber mit aller Macht und wollen dafür alles tun, dass wir uns dann fürs Final Four im Mai qualifizieren. Auch dafür drücken wir euch mal die Daumen. Und auch wenn die Saison, wie gesagt, die wichtigsten Entscheidungen ja noch kommen, lasst uns noch einen kleinen Blick auf das, was schon passiert ist, werfen. Ihr habt ja am Anfang der Saison die Mannschaft schon ein bisschen umgekrempelt. 1-2 Spieler sind gegangen. Der eine ist vom Feld an den Seitenrand gewechselt. Wie ist es gelaufen? Ja, man muss schon sagen, dass wir eigentlich trotzdem sehr kontinuierlich eigentlich das Team zusammengehalten haben. Es war natürlich jetzt so nach dem Ende der letzten Saison, wir haben sind Zweiter geworden in der Deutschen Meisterschaft, wir sind Dritter geworden im Champions Cup, das waren die beiden Titel, die ausgespielt wurden. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, was kann man verändern, um dann am Ende den entscheidenden Prozentpunkt besser zu sein, ja, um dann die Titel vielleicht zu holen. Und wir haben uns dafür für entschieden, die Mannschaft zusammenzuhalten, weil einfach aus dem einfachen Grund, trainiert jeden Tag fleißig, also wirklich so fleißig beim Training, das ist unglaublich, auch als Mannschaft eigentlich sehr, sehr gut im Zwischenmenschlichen miteinander, sodass wir gesagt haben, wir vertrauen dieser Mannschaft und haben aber, hast du schon gesagt, André hat letztes Jahr seine aktive Rollstuhlbasketballkarriere beendet und der ist jetzt quasi auf die Assistenztrainerposition gerutscht und unterstützt mich da tatkräftig, aber mehr als unterstützt, also hält viele Trainingseinheiten, große Teile selbst und hat Individualtrainingsgeschichten ja mit übernommen und das hat natürlich unser Training nochmal auf ein ganz, ganz anderes Level gehoben, ja? Weil halt einfach einer ist, der die technischen Raffinessen im Rollstuhl natürlich viel, viel besser zeigen kann, der für junge Spieler natürlich auch sehr, sehr viel vermitteln kann aufgrund seiner ganz großen Erfahrung und ist da vor allen Dingen mit Marie, mit Ari, mit Hubert tagtäglich im Austausch und wir haben diese Position eigentlich nur ergänzt. André ist rausgerückt und dafür haben wir quasi Ari Twitt aus den Niederlanden geholt, ein hoffnungsvoller Nachwuchsspieler, 22 Jahre alt, hat in den letzten Jahren auf der Sonneninsel Gran Canaria gespielt und hat gesagt, er möchte mal wieder einen Winter erleben, ja. Und hat sich dann für Elxleben entschieden und da sind wir auch sehr, sehr froh und wir sind sehr zufrieden mit der Mannschaft und ich denke, die Saison zeigt es halt auch, dass wir uns, wenn ich den Anfang der Saison vergleiche mit dem, was wir jetzt gerade spielen, einfach verbessert haben. Und das ist doch eigentlich das, worauf es ankommt.
Du sagst es, ihr trainiert viel und fleißig und seid verbessert. Es gibt ja diesen wunderschönen Satz, wenn ein Trainer immer irgendwo neu aufschlägt, immer der erste Satz, der da sagt, ich möchte die Mannschaft jeden Tag ein Stück besser machen. Nun stellt man sich das als Außenstehender ja ein bisschen kurios vor. Man kann das schwer fassen, weil man ja denkt, das sind alles Profisportler, die machen das ja schon eine Weile. Was will der denen eigentlich noch erzählen? Die müssen doch eigentlich wissen, wie es geht. Wie ist das mit dem Bessermachen? Wie läuft das? An welchen Schrauben muss man da drehen? Na gut, am Ende ist ja der berühmte Jürgen Klinsmann-Satz, der ihm ja dann um die Ohren geworfen wurde. Daran muss er sich natürlich dann messen lassen, ja. Aber ich denke, gerade Hochleistungssport ist natürlich viele Ebenen. Ja? Also man beschäftigt sich mit den technisch-basketballerischen Elementen, aber dazu zählt natürlich auch noch Athletik, das Ganze drumherum, also wie ernähre ich mich, aber auch im mentalen Bereich, ja, was kann ich da halt machen? Und da gibt es sicherlich viele Stellschrauben, wo einige in einem Bereich ein bisschen stärker sind, im anderen Bereich eher ein bisschen schwächer. Und da muss man probieren, diese Balance halt zu finden. Und bei uns ist natürlich die Besonderheit, dass wir ja keine Profisportler an sich sind, sondern alle Studenten sind oder normalen sozialversicherungspflichtigen Job ausüben. Und da muss man schon diese Balance halt einfach zusammenbekommen. Und das ist natürlich schon schwierig. Und das ist halt das, was Jürgen dann, glaube ich, dann am Ende auch um die Ohren gefallen ist oder deswegen das nicht so richtig funktioniert hat. Wir bewegen uns halt auf einem sehr, sehr hohen Level. Wir unterhalten uns halt über die besten Sportler der Welt. Das heißt, von ihrem Leistungsvermögen haben sie halt am Ende schon teilweise sehr, sehr, schon in den 90ern drinnen. 90%, 91, 92, 94, 95%. Und es ist natürlich super schwer, dann noch das letzte Prozent halt rauszuholen. Und das, glaube ich, das braucht dann halt immer mehr Zeit. Also man wird dann nicht mehr von Woche zu Woche die große Veränderung sehen, sondern das braucht dann halt einfach mal wieder, was am Anfang, wenn ich angefangen habe in der Sportart, dann geht es ja wirklich von Tag zu Tag viel besser und von Woche zu Woche, da sieht da Riesensprünge und das ist natürlich jetzt auf dem Level nicht mehr der Fall. Ja, und ein gutes Beispiel dafür ist, denke ich, wenn ich jetzt hier unsere jungen Nachwuchskräfte, sage ich mal in Anführungsstrichen, mit Marie und Hubert, da hat man halt auch Riesensprünge gesehen, gerade am Anfang. Marie ist jetzt seit 3 Jahren hier, Hubert halt auch. Es war unglaublich und jetzt wird es natürlich immer schwieriger, die nächsten Prozentpunkte rauszuholen. Und da muss man einfach auch, und das ist das Wichtigste, Geduld mitbringen. Und man kann nicht mehr als jeden Tag 100% geben. Das geht nicht. Man muss sich über seine Stärken im Klaren sein, muss sich über seine Schwächen im Klaren sein. Und die Schwächen bedeuten natürlich immer wieder aus der Komfortzone rauszugehen. Ich als Trainer kann es ja nur anbieten. Ja, wir haben jetzt hier Training oder ihr habt die Möglichkeit, daran zu arbeiten. Am Ende müssen es die Athleten und Athletinnen umsetzen. Und da bin ich halt sehr, sehr zufrieden, wie da jeder mit dieser Herausforderung umgeht. Ja, das dem kann ich mich nur anschließen. Es scheint zu funktionieren. Bleibt nur die Frage. Also wie gesagt, ihr habt jetzt die zwei Sachen. Wie geht es danach weiter, noch weiter? Danach haben wir noch ein RBBL-Bundesligaspiel gegen Köln. Das ist dann quasi der Abschluss der Hauptrunde und danach ist dann, wie sagt man so schön, die fünfte Jahreszeit ist ja eigentlich vorbei, aber im Sport beginnt sie jetzt, nämlich mit den Playoffs dann und darauf freuen wir uns, aber speziell ist unser Fokus jetzt erstmal auf Samstag und darauf sind wir jetzt erstmal geschärft und freuen uns darauf. Ja, wie gesagt, Daumen drücken werden wir alle, wir werden auch verfolgen, wie es ausgeht. Und schauen und man kann es bei euch sehen, man kann es bei uns sehen und wer dann eine Woche später bei euch zu Gast sein will, guckt am besten auf eure Homepage und da wird er alle Infos finden, wie er wann wo zu Karten kommt. Genau. Am besten schnell, denke ich. definitiv, wir freuen uns auf alle und hoffen auf ein Reusche Basketballfest in den nächsten Wochen. Super, ich bedanke mich, dass du Zeit für uns hattest. Vielen Dank.